Hallo, Servus Bernand. Heute schauen wir uns mal ein relativ bekanntes Objekt an. Und zwar war das bis 2009 ein Berggasthof mit Hotellerie. Die Ursprünge da waren 1718 ein Bauernhof, ein Viehhof. Das Ganze ist dann 1817 ungefähr umgewandelt worden in eine Taverne, ist dann irgendwann abgebrannt. Aus der Ruine ist ein Erholungsheim für Lungenschwache gebaut worden. Es war in den 1920er Jahren und 1930 ist aus dem Ganzen ein Sanatorium für nervenkranke Frauen geworden. Bis 1959, da war es dann noch ein Berggasthof bzw. Hotel und ist 2009 geschlossen worden. Und jetzt darf ich sagen, schauen wir mal, ob wir einen Eingang finden. Das ist jetzt der Außenbereich noch. Und zwar ist das die Seite oder Richtung Süden. Also waren da die großen Balkone, die man hier sieht, alle nach Süden ausgerichtet. Das ist eigentlich eine wunderbare Lage gewesen von dem Ganzen, wenn man sagt. Ja. Das war als Sanatorium mit Sicherheit nicht schlechter. Hat man einen großen Balkon gehabt, im Sommer hat man sich raussitzen können. Man hat da eine wunderbare Aussicht gehabt ins flache Land raus. Das Ganze ist relativ weit oben am Berg da. Da war eine große Terrasse, das war bestimmt einmal Gastronomiebetrieb dann. Und jetzt schauen wir mal ins Gebäude rein. So Freunde, jetzt haben wir da einen Eingang gefunden. Jetzt schauen wir uns da noch mal ein bisschen um, muss ich bloß leise reden. Weil draußen ist gerade ein anderes Auto noch hergefahren. Ich kann es nicht zuordnen, wer oder was das war. Auf alle Fälle haben wir jetzt da mal so eine Art Bar. Kamin. Das Ganze ist aber nur eine Zierde. Also kein funktionierender Kamin. Da gibt es noch einen Neublue Moon. Rum, Weiß, Curaçao, Blue, Traubensaft und Tonic Water für schlappe 5 Euro. So viel habe ich jetzt halt gar nicht dabei. Ja, das Ganze war am Schluss, nachdem es glaube ich dem Ende zugegangen ist, irgendwie noch eine Diskothek oder sowas. Da schaut schon wüst aus. Das war der Eingangsbereich oder Ausgang.
das war. Oder Eingangsbereich wahrscheinlich. Gut, dann schauen wir da weiter. Haben wir die nächste Räumlichkeit wieder mit Bar. Da wird der DJ gestanden sein. Hat seine Platten aufgelegt. Das wäre eine Tanzfläche vielleicht gewesen, so eine kleine. Eine Bar. Das ist ganz schön verschachtelt, da muss ich gerade feststellen. Das schaut wieder nach so einer Art Eingangsbereich aus. Die nächste Bar. Die ganze Zeit mein Atem nur, gell, das stört ein bisschen. Kann ich aber jetzt leider nicht ändern. Weil es so zapfig kalt ist. Also ein Charakter von einem Hotel hat das eigentlich nicht mehr, so das Ganze. Da ist wieder eine Bar gewesen. Das ist ja Wahnsinn. Was da so Bars waren, gell. Der Deckenbereich da oben, der ist schon etwas älter. Das ist eine ursprüngliche Bauweise. Wahrscheinlich wird das Ganze da neu errichtet worden, ist so um 1920 rum, schätze ich mal. Das ist auch wieder so eine Art für einen Discjockey wieder, da ist er umgestanden vielleicht. Und hat einen guten Überblick gehabt, vermute ich jetzt mal. Da haben wir kleine Nischen, da werden vielleicht mal Lampen drin gewesen sein. Für die ambiente Beleuchtung. Und das dürfte der Bereich für den DJ gewesen sein. Warum jetzt da unten so eine Grube ist mit Auslauf? Ah, da ist ein Kabel, vielleicht einer kommen, weil da eine Steckdose ist. Jetzt kann sein. Und da hat er dann. Einen Überblick gehabt über die Tanz-Area, oder wie man das sagt. Dann geht's da wieder raus. In den nächsten Raum hat das. Das ist schon sehr was Ursprüngliches, so, ja, mit diesem Türbogen da. Mensch, da kann man sich voll laufen, das ist ja unglaublich. Da haben wir noch die Theke. Da haben wir noch die Theke. Die ist eigentlich relativ gut erhalten, fast, muss man sagen, für den Umstand, wie es da allgemein herin ausschaut. Da liegen noch Spielkarten. Und jede Menge so kleine Flyer. Da, was ist das da? Ja, ist das da? Berghaus, Bistro, Bar, Nachtleben. Mein lieber Scholli, Freunde, da muss man aufpassen, wenn man hinsteigt. Da liegt so viel Klump und Gerümpel rum. Oder? Da ist zugemauert worden. So geht es dann eine Etage höher. Schauen wir gleich drauf. Jetzt schauen wir noch kurz da rein. Nein, ist da mal noch ein Kauderwand. Ja, Wahnsinn. Warum muss man seine überschüssigen Kräfte an so einem Gebäude so auslassen? Hm? Wahnsinn. Dürfte ja Sanitärbereich gewesen sein mit den Fliesen. Da oben eine Dusche, da geht es noch in den Keller runter. Und da haben wir einen Blick nach draußen. Da würde ich sagen, schauen wir fast einmal in den Keller kurz runter. Ah.
abgebrannt ist. Ui, das ist aber davon. Waschmaschine steht da. Diese Deckenkonstruktion ist interessant, gell? Das ist einmal nachträglich hergemacht worden, glaube ich. Die Eisenträger oben drauf. Betonplatten. Kompressor. Aua. Ah, mein Hax noch gehabt. Mein lieber Mann. Diese Türen, oder ja, das sind die ursprünglichen Türen. Die sind ja uralt. So ein Kühlbäume. Da haben wir einen Türspion. Für was brauchen wir bei Kühlräumen einen Spion? Kann ich mir jetzt nicht erklären. Wird aber irgendeinen Grund haben, dass man von drinnen nach draußen schauen kann. Oder von draußen nach drin, warum auch immer. Gut. Dann schauen wir wieder eine Etage höher. Dann haben wir die Eingangsetage, da würde ich sagen, erledigt. Dann machen wir uns einmal noch weiter rauf. Was da oben noch für Räumlichkeiten sind. Wo war jetzt da der Treppenaufgang da? Oder? Da geht es aber auch wieder nochmal in den Keller, nochmal runter wieder. Also, ja, da stinkt es direkt. Scheinbar hat man da mehrere Abgänge, mehrere Keller dann gehabt. Gasträume gehabt, oder? Wieder so eine Art Diskothek gewesen, oder was? Hm? Eine Couch. Da dringt aber Feuchtigkeit ein. Oh wei. Da schaut jetzt schon wüst aus, da unten, ne? Was man da jetzt reingeschmissen hat, das sind ja nur uralte Möbelstücke da. Und da scheint man nur mehr ein Eingang zu sein. Oder auch nicht. Sanitärräume wieder. Da ist nichts mehr. Ja, das sind noch alte Langlaufschuhe da, aus der Hotelzeit. Diese Bindungen, die hat es gegeben, in 70er, 80er Jahre, da haben wir noch Skischuhe. Aggregat, Elektroofen oder sowas. Ne? Sunshine. Na ja, dann haben wir diesen Kellerraum auch noch gesehen. Da ist ein Hinweisschild, dass da zu den Toiletten geht. Schauen wir mal, da heil drüber kommen. Feuerlöscher, der hat ja schon was mitgemacht. 92.
geprüft 92 im Februar. Aber die Luft da unten ist unter aller Kanone. Da stoppt der Atem, Freunde. Ein kleines Räumchen da. Betriebsanweisung für Getränkeschankanlagen. Okay. Dann macht er sich wieder eine Etage weiter rauf und dann noch eine. Dann sind wir praktisch dann im ersten Geschoss. Zentimeter dicke Tür haben. Verstehe ich jetzt auch nicht. Weil das waren ja eigentlich zu Hotelzeiten. Ja, ganz normale Hotelzimmer. Da war es WC. Da wird ein Waschbecken gehängt, die Dusche. Das da war dann ein Balkon mit Blick in die Landschaft, der uns leider heute verwehrt bleibt. Dann schauen wir uns noch ein paar andere Zimmer an. Oh, die haben schon sehr ramponiert alle da. Alles wieder verrammelt. Das ist das gleiche Zimmer wie jetzt gerade noch spiegelverkehrt. Der Seite. Da waren keine Balkone dabei und auch keine. Da war bloß ein Waschbecken drin. Keine Dusche und kein WC anscheinend. Da haben wir das anschaut, wie das zusammengehauert worden ist. Das ist eine furchtbare Flickschusterei gewesen. Da hat man lauter Restziegel scheinbar vermauert. Schaut ja wüst aus da herum. Und mit der Weine schaut es ideal aus, gell? Da ist perfekt nachher. Und da hat man in den Zimmern hat man sogar anscheinend eine kleine Küchenzeile noch gehabt. He? Weil warum wäre das sonst da gefließt? Oder das ist noch aus der Zeit, wie es ein Sanatorium war, was da zu dieser Zeit damals da herum die Waschgelegenheit war. Und dann hat man nachträglich eben zu Hotelzeiten die komplette Nasszelle einbaut. Werden wir jetzt nicht ergründen können. Und ein Konrad-Katalog aus 2005. Ja gut, da war das Ding noch im Betrieb. 2009 ist es gemacht worden. Diese Holzboden, das gefällt mir aber jetzt gar nicht so. Wobei das Gebäude an sich aber einen sehr massiven Eindruck eingemacht hat. So, da haben wir jetzt wieder eine Badewanne. Das ist jetzt wieder diese Seite, wo die Zimmer keine Sanitärräume haben. Hat es für gewisse Zimmer wahrscheinlich nur Gemeinschafts-WCs, Gemeinschaftsdusche und Gemeinschaftswanne gegeben. Aha, da hat man die Klobürstensammlung, hat man da ein kleines Museum gemacht. Ein Klobürstenmuseum. Das waren aber alle Türen, wenn man das anschaut. Sehr massiv da, gell? Das sind wahrscheinlich noch Türen aus der Zeit, als das Ganze ein Sanatorium war. Und wahrscheinlich haben wir dann nachträglich in das Eck da rein, wie es in einem Hotelzimmer eigentlich üblich ist, eine Dusche
mit WC baut. Und die mit ihren Scheißsprüchen über, haha, sehr witzig. Unwahrscheinlich dicke Türen. Das ist meine Handfläche im Vergleich dazu. Wahnsinn, gell? Da haben wir so einen guten 10 cm hat der schon. Wir sehen dich. Ja, ist ja schön, wenn es alle zuschaut. Das freut mich. Wenn ihr mich seht, Freunde, steht ja da, wir sehen dich. Dann schlage ich gleich mal vor, Kanal abonnieren, nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Also wie gesagt, das ist jetzt der erste Stock des Gebäudes, die erste Etage. Da haben wir die Betten, ein paar Matratzen gesammelt, Lattenrost. Da schneibt es einer, da war schon einer vorher da mit Fußtapper. Ich schaue nicht, dass da noch Übernachtungsgäste auch herin sind. In dieser Luxusabsteige da. Wissen kann man es ja nie, ja. Da sind wir weniger, da flackt einer. Und ich wecke nur auf, kriege eine Zigarre. Gibt es eine Havanna für mich? So, da geht eine kleine. Das ist schon fast eine Wendeltreppe, da würde ich sagen. Die werden wir jetzt nochmal hochschauen. Aber ich würde sagen, ich gehe die normale Treppe rauf. Das ist mal ein unsicherer. Papa hasst dich, Papa liebt dich nicht und er hat es auch nie getan. Opfer. Das ist schon recht. Sieht man da so eine Tür? Ich habe sogar kleine Gemälde drauf gehabt, eine Blumenzeichnung. Zimmer Nummer 5. Zimmer Nummer 5. Dann schauen wir mal eine Etage höher. Da ist glatt, Freunde, da ist eisig da. Da muss ich aufpassen, dass man nicht schmeißt. Das war fatal. Einen Blick in die Landschaft. Ah, da hinten wird es sogar heute schön. Das freut mich, habe ich nicht gerechnet damit. Okay. So, Etage Nummer 2. Und da haben wir sogar noch eine. Nein, da geht es nichts mehr. Da geht es dann wahrscheinlich aufs Dach schon raus davon. Da haben wir jetzt gar keine Türen mehr herin, schade. Aber der Grundriss scheint mir identisch zu sein. Im ersten Stock vor die Zimmer. Nasszelle. Kleiner Wohnraum. Und dazu wieder der Balkon. Relativ großzügige Balkone, wenn man das so geschaut hat. Gell? Da war ja massiv Platz draußen. Da wachsen sogar schon die Bäume. Da liegt mein Heizkörper herin. Der hat es geschafft. Nicht mehr verwendbar. Ah, in der Etage sind sogar auf der Seite auch kleine Nasszellen eingebaut worden. Gell? Haben wir eine Dusche, WC und da war Waschbecken. Badezimmer und keine einzige Tür mehr. Da würde mich jetzt nämlich interessieren, ob die da herum auch so massiv waren wie im ersten Stock. Jetzt haben wir wieder eine Dusche, die war schön, schau her da. Ja, super. Da hast du beim Duschen. Also da ganz gemütlich Fenster schauen können. Super. Also sowas hätte ich auch daheim gern. Beim Duschen das Fenster aufmachen und rausschauen.
Super. Super drüber. Da haben wir noch ein Bett. Ein 0815 Teil. Papa, bitte verzeih mir. Du hättest dir vorher überlegen müssen, bevor du einen Scheiß machst. Da kennt man jetzt schon eine Decke etwas. Die Dachform ist leicht abgeschreckt, oder? Und jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Gang, haben wir wieder diese Treppe da. Naja, die muss man jetzt nicht ein wenig drauf und runter gehen. Blick aus dem Fenster. Hoch, da sieht man nämlich sauber eine. Und da herum waren die Gänge alle tapeziert. Und die Tapeten sind alle schon am Abfallen, oder? Gell? Gespenstisch da, ist ein leerer Gang. So, jetzt haben wir da noch mal im Treppenhaus. Jetzt schauen wir da noch kurz rauf. Und das noch hinführt. Okay, da geht es doch. Nachdem das hier massive Treppen und Decken sind, glaube ich, kann ich da jetzt aber. Da ist ein Balken. Wenn ich da problemlos raufgehe. Also für den ganzen äußeren Zustand von dem Gebäude, so marode das von außen ausschaut, muss ich sagen, verloren ist das eigentlich noch nicht, das Gebäude. Das ist sehr massiv da. Und der Zustand herin ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man meint, auf dieses Holzgebälk zeigt, gehe ich aber jetzt da nicht drauf. Ausreizen muss man das dann auch nicht. Davon haben wir eine alte UKW-Antenne unterm Dach, auch interessant. Und das da. Ist das da am Einfallen oder hat man da auch wieder was randaliert? Oder hat man seinen Schuh verloren? Ein schönes altes Bett. Naja, das schaut mir schon so aus, als würde das da ein wenig zusammenfallen, gell? Pizzastückel. Ja. Haben wir halt alles rumbekommen, hergenommen da. Und das da, das war mal ein Bausatz von einer Modelleisenbahn, ne? Vielleicht auch der Rest davon. Gehen wir wieder runter. Das da ist sehr niedrig, da kannst du die Rübe ganz schön anhauen. Aufpassen, ist mir nämlich vor kurzem schon mal passiert, dass ich mich zweimal so gehauen habe. Der Bereich da hat auch was, gell? Ein Vorraum da. Machen wir noch mal einen kleinen Blick aus dem Fenster. Schauen wir da noch mal kurz in die Landschaft. Weil dann sind wir nämlich durch. Sage ich danke fürs Zuschauen. Kanal bitte abonnieren, die Glocke aktivieren, Daumen nach oben, Kommentar hinterlassen, wenn euch was einfällt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus, pfiat euch.